Spielminute. Tor für den FC Rot-Weiß Koblenz. Torschütze mit der Nummer 4 war Davy Alsela. Meine Stimme ist schon weg, aber egal. Nochmal kurz der Hinweis dazu. Dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen TuS Koblenz. Endstand 1:0. Ich darf beide Trainer neben mir begrüßen und den Gästetrainer Michael Stahl um ein erstes Fazit bitten. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Fatih, zum Sieg. Ich habe das eben der Mannschaft schon im Kreis gesagt. Ich finde, dass dieser Sieg nicht unverdient ist, auch wenn es jetzt kein Chancenfestival von Rot-Weiß war, weil ich finde, dass die Mannschaft hat leidenschaftlich verteidigt, hat uns das Leben lange Zeit, gerade speziell in der ersten Halbzeit, sehr, sehr schwer gemacht. Und wir mussten um jede Torstand super hart fighten. Es war immer noch mal ein Fuß dazwischen, es hat sich immer noch mal jemand reingeworfen. Und diese Verteidigungsleistung über 90 Minuten, die kann man einfach hervorheben. Und deshalb ist es auch, wenn man dann wenige Torchancen hat, nicht unverdient, weil das Tor ist ein Superkopfball. Also das ist dann einfach auch eine Einzelaktion. Und oft ist es in so Spielen so, dass wir jetzt hier heute kein Spiel erleben werden, wo eine Mannschaft die andere Mannschaft erdrückt. Ich glaube, das war allen klar. Und oft ist es dann so eine Einzelaktion von einem Spieler, der im richtigen Moment eine richtig gute Idee hat, um da hochzusteigen und den so einzusetzen. Da muss man dann auch mal sagen, Kompliment dazu. Was mir in der ersten Halbzeit nicht gepasst hat und warum ich auch meiner Mannschaft gesagt habe, dass ich nicht finde, dass es ein unverdienter Sieg ist, uns tut es nicht gut, wenn wir so ein bisschen in eine Passivität verfallen, gerade gegen den Ball, wenn wir es zulassen, auch wenn Rot-Weiß aus dem vielen Ballbesitz rund um die Mittellinie mit vielen Spielern hinter der Mittellinie jetzt keine unmittelbare Torgefahr erzeugen konnte.
tut uns das einfach nicht gut, weil uns dann so eine gewisse Energie fehlt, wenn uns die Zweikämpfe fehlen, wenn wir da nicht so reinkommen, dann fühlen wir uns auch nicht wohl, weil unser Ding ist es, brutal hoch anzulaufen, über 95 Minuten eigentlich Mann gegen Mann auf dem Platz zu spielen. Und das haben wir in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut hergestellt. Das habe ich den Jungs in der Halbzeit gezeigt. Und das war dann in der zweiten Halbzeit, war das dann auch okay. Wir sind hoch angelaufen, überall auf dem Platz, Mann gegen Mann. Situation, dass dann der eine oder andere Konter mal abgeht. Das finde ich ist völlig normal. Das haben wir bis dato wegverteidigt bekommen. Ja, und dann ging es darum, uns wirklich, das waren hart erkämpfte Chancen, die wir dann hatten. Wir haben dann einige, so im Ansatz, wir hatten den Pfostenschuss von Tuchy, die Ecke, wo der Ball durchgeht. Aber Rot-Weiß hat sich da wirklich dann gut reingeschmissen und dieses 1-0, was an so einem Tag sehr, sehr wertvoll ist, dann über die Zeit gebracht. Was heißt über die Zeit gebracht? Ich glaube, dass heute dann auch der Tag war mit dem Elfmeter, wo so ein Stück weit das, was wir, das habe ich der Truppe auch gesagt, man hatte ein anderes Gefühl in den letzten Wochen in der 90. Minute, weil so ein Ball nach dem anderen ist in die Box gegen Kabach was und da bleibe ich bei. Das war eigentlich eine Frage der Zeit, dass wir noch ein Tor schießen. Und heute hätten wir den Lucky Punch dann noch setzen können in der, ich weiß nicht, wie viele Minute es war, 94. Der Ball geht dann drüber, aber jeder, der mal in der 94. Minute beim Elfmeter gestanden hat, der weiß auch, dass das jetzt nicht gerade wenig Druck ist. Das passiert dann am Sonntag. Wir müssen das sauber für uns einordnen, dürfen es nicht dramatisieren, aber müssen auch sagen, ey, klar hätten wir den Elfmeter machen können und vielleicht hätte das einige Dinge von dem Tag heute kaschiert, aber wir waren heute nicht gut genug, um das Derby auf unsere Seite zu ziehen, das gilt es anzuerkennen und damit auch besser zu machen. Dankeschön. Perfekt, vielen lieben Dank und dann fahre ich gerne deine Worte. Ja, erstmal Dankeschön. Irgendwie sind das für mich so Parallelen zu 2018. Da waren nicht viele Torschancen. Dann hat die Mannschaft, die, wie er es gesagt hat, die vielleicht ein bisschen mehr Leidenschaft gezeigt hat, um gerade Bälle zu verteidigen, es dann geschafft, den Sieg auf seine Seite zu ziehen. Am Ende, glaube ich, kann sich keiner beschweren, wenn es 1-1 ausgeht, weil in den 90. und 95. wenn dann ein Elfmeter reingeht, ist es halt Business as usual. Und wäre dann irgendwo aufgrund der zweiten Halbzeit vielleicht auch verdient gewesen. Wir haben zweite Halbzeit schon viel Druck abbekommen, ja, gerade im Anlauf von vorne hatten wir die Power nicht mehr, das hat man gesehen und der eine oder andere ist halt auch noch nicht in der Situation, dass er taktisch das umsetzen kann, was wir wollten, vielleicht auch zu gierig in der einen oder anderen Aktion, weil wir haben eine junge Truppe, ich habe vor dem Spiel auch nochmal auf die Aufstellung geguckt, ne? Man muss jetzt mal sehen, das Koblenz hatte in der ersten Elf 7 Spieler, die letztes Jahr Regionalliga gespielt haben, ich hatte keinen einzigen, eine gewisse Erfahrung fehlt uns auf jeden Fall, aber wir hatten brutal viele Umschaltmomente. Und gerade in der zweiten Halbzeit, das war uns klar, das haben wir in der Halbzeit auch gesagt, dass wir die ersten 10, 15 Minuten auf jeden Fall Druck bekommen werden. Und dann müssen wir halt sauber sein im Umschaltspiel. Und wir haben ja gesehen, wenn unsere, sagen wir mal, Pfeile vorne abgehen, dann wird es schwer zu verteidigen. Daraus haben wir leider kein Kapital geschlagen. Aber am Ende zählt es ja auch nicht. Ne? Am Ende zählt der Sieg. Der Sieg, der eingefahren wurde, nicht nur, weil es jetzt gegen TuS Koblenz ist, sondern weil wir jetzt auch zweimal verloren haben gegen Worms, waren wir klar bessere Mannschaft, haben verloren. Letzte Woche in Pirmasens hatten wir halt einfach keine Möglichkeiten und dann haben wir das Spiel auch irgendwo verdient verloren und heute haben wir alles auf dem Platz gelassen und haben 1-0 gewonnen. Das nehmen wir mit, ist aber für den Moment für viele Leute sehr, sehr besonders. Ja, das mag sein. Ich hatte meinen sehr besonderen Moment 2018. Dieser Sieg ist aber nichts wert, wenn man Mittwoch in Kaiserslautern, da wird, ich glaube, das ist bislang die größte Challenge, ohne jetzt etwas zu nahe treten zu wollen, weil das nochmal fußballerisch eine andere Qualität wird. Und da müssen wir gucken, dass wir da mindestens einen Punkt holen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir 4 Punkte aus zwei Big Games geholt und das ist dann in Ordnung für uns. Ja, das ist das, was ich zum Spiel sagen möchte. Perfekt, danke dir. Gibt es noch Fragen? Michael, aus deinen Ausführungen entnehme ich, dass es eigentlich nicht unbedingt der Plan war, den Rot-Weißen in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr den Ball zu lassen. Das kann ja auch immer mal eine Strategie sein, aber offensichtlich war das dann nicht der Plan, den Rot-Weißen den Ball mehr zu lassen. Nicht so viel. Also, dass wir uns auch in dem Spiel, dass wir schauen müssen, es geht ja immer so ein bisschen, dass das eine bedingt das andere. Also, wenn du brutal hoch anläufst, was eigentlich so unser Ding ist, dann willst du hohe Ballgewinne, du willst dem Gegner kaum Luft lassen. Du musst aber auch in manchen Spielphasen manchmal auch anerkennen, dass der Gegner gerade was gut macht. Dass du vielleicht mal kurz einen Moment Luft holen musst, dass es vielleicht gerade keine einfache Phase ist. Das hat ja auch mal so ein bisschen damit zu tun, wie fühlen sich die Jungs auf dem Platz. Und da war auch bei uns, das kann man ja so sagen, nicht jeder in Bestform heute. Aber mir hat es über die Dauer nicht gefallen, dass wir uns mal 5 bis 10 Minuten
mal nehmen und sagen, okay, wir stellen uns ein Stück Kiefer und Fleisch, dann gibt es dann für uns Umschaltmomente. Dann ist auch klar, du kriegst keine Umschaltmomente, wenn du permanent selber brutal hoch anläufst. Dann gehst du auch um den Ball so schnell wie möglich zu holen und Dominanz auszustrahlen. Und wenn du mal einen Ticken tiefer fällst, dann ist es vielleicht auch manchmal so, dass du darauf hoffst, einen Ball zwischen den Ketten abzufangen, um dann selber Platz hinter der Kette zu haben. Also es war, wollten wir schon als taktisches Mittel in dem Spiel nutzen, auch mal einen Ticken tiefer zu fallen, wenn die Jungs sich danach fühlen. Aber was wir dann nicht geschafft haben, war wieder aus diesen tiefen Fallen rauszukommen. Und das hat für so eine Passivität gesorgt, die uns nicht gut tut. An Fatih vielleicht noch eine Frage. Man hat gesehen, die Rückkehr von Oriyama hat euch schon gut getan. Er hat ja gerade gesagt, Passivität. Viele können mich kritisieren, das höre ich auch immer wieder. Was findest du an dem Jungen? Man hat ja gesehen, ne? Er hat eine 2, eigentlich 100% der Einschussmöglichkeiten, gerade Nau und dann auch Eldin. Aber Nau ist einfach die Speerspitze. Wenn Nau vorne drin ist, der marschiert so viel für uns, der ackert und rackert, macht Bälle fest, das hat heute sehr, sehr gut gemacht. Gewinnt Kopfballduelle gegen Leute, die 10 cm größer sind, aber ist immer unterwegs. Und wenn er vorne das Feuer entfacht, ziehen anderen mit. Nicht alle haben dieses Feuer heute gespürt, in meinen Augen. Ja, da war in meinen Augen ab und zu mal ein bisschen zu wenig Feuer. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass er dabei war. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ein Eugene Dennis, der mit Davy ja hinten nicht nur Esmer abgeräumt hat, sondern alles abgeräumt haben, dass er dabei ist, auch mit seiner Erfahrung. Es ist wichtig, dass ein Eldo dabei ist mit seiner Erfahrung. Maxi Grote im Tor, ja, also klar, jetzt kann man sagen, Spinner oder sonst irgendwas, ich habe gesehen, und gestern auch Elfmeter trainiert, machen es immer wieder. Maxi ist halt einfach ein Elfmeter-Killer, der ist positiv verrückt und ich weiß auch, dass er ein bisschen Trash-Talk mit ihm gehalten hat. Es ist nicht so einfach in der 94. Minute, wie er gesagt hat, das Ding zu machen, aber sowas beeinflusst einen Spieler und also wir hatten ein paar Rückkehrer und das hat uns sehr, sehr gut getan und ich hoffe wirklich, dass die drei, die uns jetzt noch fehlen, bald zurückkommen und dann haben wir nämlich viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir die heute hatten, weil das eine oder andere hat mir nicht gefallen. Wie gesagt, es ist jetzt vielleicht für den Moment egal, aber ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen gegen Worms hier auch gesagt, mir geht es nicht immer nur ums Ergebnis, mir geht es halt um das Inhaltliche. Wenn das Inhaltliche gut ist, wird das Ergebnis von alleine kommen. Inhaltlich waren wir von der Leidenschaft, von der Power heute da, wir haben alles verteidigt, bis auf den Pfostenschuss und vielleicht den Elfmeter und vielleicht eine Halbchance, aber inhaltlich, in Phasen, wie er gesagt hat, auch mit Ball, da hat mir das eine oder andere halt überhaupt nicht gefallen. Und wenn wir aber alle zusammen sind, und das könnte ein Akkubooster auch für den einen oder anderen sein, dann werden wir mit Sicherheit auch besser.